42. Spieltag der deutschen Eishockeyliga, Wolfsburg gegen Mannheim. Wolfsburg 3 Siege am Stück, Mannheim 10 Spiele in Folge gepunktet. Pavel Groß kann zufrieden sein mit der bisherigen Serie. Hinein in die Partie. Mannheim sehr druckvoll, sehr aggressiv. Felix Brückmann nach knapp 9 Sekunden mit der ersten guten Situation der Adler. Die Adler weiter am Drücker. Versuchen die Wolfsburger einzuschnüren. Die Scheibe läuft gut. Und dann aus dem Nichts heraus. Smith testet einmal mehr den sehr gut aufgelegten Felix Brückmann. Powerplay Wolfsburg. Voll aus. Einmal macht er diesen Wraparound-Move. Von der Torlinie zieht er hinein. Aber Dennis Endras zur Stelle. Erstes Drittel wenig los. Hinein in Drittel Nummer 2. Und Dennis Endras mit einem kleinen Wake-up-Call. Schuss an die Maske. Alles okay. Dann 33. Spielminute. Wunderschön herausgespielt der Adler. Smith, Huchterla und der Torschütze. Tim Stützle mit seinem 8. Saisontor. Auf einmal führen die Gäste mit 1:0. Die Mannheimer aber zu aggressiv im Vorcheck. Werden ausgekontert. Olymp, Kopf oben auf seinen Mitspieler. Brent Opa in der 35. mit dem Ausgleich. Schön herausgespielt, keine Abwehrmöglichkeit für Endras. Und der Jubel ist mega. Immer noch Drittel Nummer 2. Wolfsburg konzentriert sich aufs Kontern. Opa! Mit dem Schlagschuss und der geht ganz knapp am linken Pfosten vorbei. 1:1 nach dem Drittel Nummer 2. Im letzten Drittel, da wird's aggressiver. Wolfsburg aus dem eigenen Drittel und der schönste Spielzug des Tages. Achtung! Tick, Tack, Toe! 47. Spielminute, Garrett Fauser, Anthony Reck und dann Fabio Pfohl mit einem wunderschönen Treffer zum 2:1. Überzahl Wolfsburg. Die erhöhende Druck. Auf einmal ist die Scheibe frei. Wieder Tic-Tac-Toe-Save. Endras, linker Schoner, hier ist er zur Stelle. Enorm wichtig für seine Adler. Und auf einmal Scheibenverlust, gegnerische blaue Linie, dann geht es schnell. Borna Rendulic allein aufs Tor, 2:2. 10. Spiel in Folge für Rendulic, dass er scored. Neuer DEL-Rekord in dieser Saison. Wolfsburg am Drücker, der Topscorer himself, Anthony Reck. 56. Spielminute, das Tor kommt aus dem Nichts. Viel Verkehr vor Endras, durch Freund und Feind hinein. 3:2 Wolfsburg. Torhüter ist raus. Empty Net und Fabio Pfohl mit dem 4:2 Treffer. Kurz vor Ende der Partie. Wolfsburg mit 3 ganz, ganz wichtigen Punkten im Kampf um die erste Playoff-Runde. We had way more from the game, and it's unfortunate. I think we deserved at least a point here, but we had too many penalties, I think, and we did bad mistakes in crucial time, and they scored. So, good. Congrats to them. Ich glaube, wir haben schon ein gutes Spiel gemacht, alle zusammen. Wir haben unsere Zone vorm Tor gut verteidigt. Mannheim hat vielleicht mehr vom Spiel gehabt, aber so die richtigen 100%igen Chancen haben wir weggenommen. Und waren vorne eiskalt. Ganz wichtige 3 Punkte für uns. Wolfsburg mit dem 4. Sieg in Folge. Und die Grizzlies sind mittendrin im Kampf um die erste Playoff-Runde. Alle Spiele der deutschen Eishockeyliga und vieles mehr live bei Magenta Sport.